So, weiter geht's mit unserem Goldpot und dem blauen Schergennest. Wir werden jetzt erstmal unsere ganzen Schergen hier zurückrufen und weiter in die Richtung gehen. Das sieht sehr vertrauenerweckend aus. Eine schöne große Höhle, sieht gut aus. Und ein schöner großer Frosch dabei, der nichts macht. Aua! Die sind beide tot. Und es haben sogar alle Schergen überlebt. Jetzt ziehen wir da den Stein runter, damit wir da weiterkommen. Und machen hier noch die Muschel. Oh, die Irrische. Ja, gibt noch ein bisschen Lebenskraft. Super. Passt mir wieder perfekt. Ach, die Fässer machen wir auch noch gleich noch kaputt. Ja, hier, bitte mal. Dankeschön. Der, die so schwach, dass sie nicht mehr die Tonnen kaputt kriegt. Schade, kein Geld drinne. Aber wir haben etwas von der Umgebung zerstört. Das ist doch schon mal was. Okay. So, jetzt haben wir das da fertig. Jetzt gehen wir noch in die Richtung. Hatte ich das runtergezogen? Ich glaube ja. Ja, ist nicht mehr so hoch. Okay, hier sind ein paar Käfer. Wahrscheinlich, damit ich Lebenskraft kriege. Oh, ist das bescheuert. Das ist ja behindert. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt erstmal hier die ganzen Käfer killen. Beziehungsweise die zwei. Du bist tot und du bist nochmal angegriffen. Zack. Und tschüss. Dankeschön. Okay, und werde jetzt mir ein paar rote holen, weil da vor uns ja ein roter Schergenpool war. Wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Pilzeput. Aber dazu müsste ich auch erstmal wieder einen blauen finden, damit ich. Beziehungsweise mal fünf blaue Schergen töten oder sowas. Da war der rote. Und da ist der blaue. Naja, dann ist das ja kein Problem. Sag mal, fünf. Fünf sollten reichen. Okay. Hier sind noch Schergen und dann zack. Und welchen Zauber wir gerade ausgewählt haben, den hier. Okay, wir nehmen den Feuerzauber. Einfach weil ich finde, dass das der beste ist und nehmen mal unsere roten Schergen. Hier, in die Richtung. Hehehe. He. Ich könnte maximal probieren, die jetzt zu töten. Und dann von dem Blauen hier herholen. Scheiße. Da hatte ich jetzt ganz vergessen, dass hier Wasser ist. Wie macht man das denn jetzt am besten? Ich nehme meine ganzen blauen Schergen und werde sie wieder mal in einem Selbstmordkommando umbringen. Hallo? Ich stehe an eurem Nest. Hallo? Nest? Hier? Nest? Herkommen? Nicht? Schade. Dann werden wir wohl kämpfen müssen. Na, dann schicken wir auch gleich alle. Und nehmen mal den Berserker-Zauber. Hoffen, dass sie ein bisschen mehr Schaden machen.
Ja, jetzt haben wir noch einen. Aber ich krieg die hier definitiv nicht rüber. Oh shit, der Zauber ist noch aktiv. Deshalb werde ich mir jetzt hier einfach blaue Schergen holen müssen, bis ich keine mehr habe. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Schade. Ich könnte es maximal versuchen, nochmal mit ein paar Braunen, ob ich die durchs Wasser schleifen kann. Aber ich glaube, das lohnt nicht wirklich. Nee, das lohnt nicht. Ich nehme jetzt einfach mal meine blauen. Habe ich sogar noch ein paar. Mit 15 sollte ich da schon einige von diesen Vögeln umkloppen können. Ich könnte ja zusätzlich probieren, mal noch einen Feuerball zu schmeißen. Ging's hier lang? Ja, hier lang. So. Da war noch ein braunes Nest. Das brauche ich aber nicht. Ich muss hier rein. Platsch, platsch, platsch. Dankeschön. So. Jetzt werden wir erstmal gucken, ob wir die überhaupt mit dem Feuerball treffen können. Ja, können wir. So. Jetzt haben wir den Schergenzauber aktiv und werden jetzt bitte mal eins von unseren ganzen Schergen hier lang schicken, um diese dämlichen Dodos oder was auch immer das sind zu killen. Und jetzt nochmal Schergenzauber aktivieren. Dankeschön. Oh, deaktivieren. Kein Mana mehr. So, ihr könnt euch mal noch retzen gegenseitig und dann. Dankeschön. Dreht er das Ding bitte mal rum. Dann können wir auch schon weiter eigentlich. Platsch. So, hier sind noch ein paar Fässer und so ein Spaß. Das können wir alles nebenbei noch ein bisschen kaputt machen. Ah, jetzt hier den Stein da schon runter. Na, das gefällt mir doch. Okay, ja. Damit hätten wir auch diesen Geysir aufgelöst und können da jetzt endlich lang. Hier war nichts mehr. Nö, war nichts weiter. Hier kommt man jetzt durch und dann werden wir jetzt mal den ganzen Spaß abholen, den wir da hingestellt haben. Den Goldeimer und den. Nein, den Goldeimer, da können wir zwei wegnehmen. Wir können dann bitte hier ran. So. Ein Pott voll Gold und ein Schergennest, was will man mehr? Zwei Pötte voll Gold, aber dafür habe ich noch nicht genug Schergen. Oder kann zumindest noch nicht genug Schergen mitnehmen. Und das sieht ganz gut aus. Hier ist ein blaues Nest. Und frag mich, was jetzt hier ist. Hier ist ein Wegportal. Da haben wir das. Und stellt das bitte noch drauf. Dankeschön. Yeah! Und somit hätten wir auch die letzte Schergenart freigeschaltet und. What the hell? Können wir jetzt hier durch? Ja, wir können jetzt hier durch. Die letzte Schergenart freigeschaltet und können somit jetzt endlich nach Himmelsspitze, wo ich schon immer mal hin wollte. Aber ich glaube zuerst. Ja. Werden wir einfach mal in die Questliste gucken. Ich meine, wir machen einfach mal zuerst. Was steht denn da? Ist das ein Vieh oder ein Ast? Das ist ein Succubus, das macht nie im Wasser. So, hier haben wir den Schergenausgang gefunden. Da steht ein Succubus. Und ich hoffe, die greift mich jetzt nicht an.
Doch, das tut sie. Naja, tut mir leid für den einen blauen Schergen, aber den werde ich jetzt nicht retten. Ich will jetzt einfach weiter in die Richtung gehen. Und hier zu meinem schönen Turmportal. Und dann wähle ich Turm. Okay, willkommen, ja. Was wir mal machen könnten, wären mal in die... Frauen. Ja, sieht alles schon mal ganz schön aus. Wir werden mal in die oberen Etagen gehen und dort mal angucken, ob wir ein schönes Upgrade für unseren Turm kaufen können. Aber zuerst werde ich mal in die Schatzkammer gucken. Oh ja, die hat sich gefüllt. Die hat sich gefüllt. Naja. Könnte mehr sein. So. Wenn wir mal gucken, was unser Turm jetzt noch zu bieten hat. An feinen Upgrades. Jetzt haben wir Flaggen. Okay. Ein kaiserlicher Thron. Wächterstatuen. Chimärenstadt. Palisaden. Oh, das ist alles so teuer. Ich glaube, wir holen uns mal die Wächterstatuen. Davon kann man nie genug Doch, weil haben. ich irgendwann keinen Platz mehr habe für so viele Wächterstatuen und einen kaiserlichen Thron, weil ich es mal so dicke hab. Ihr habt ein Gespür für solche Dinge. Dankeschön. So. Das Schöne ist, hier sieht man noch ein Minimodell unseres Turms. Wenn ich da jetzt was dran verändern würde, könnte ich das auch gleich dran sehen. Ja. Jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Wieder nach unten. So, hier meine Wenn dieser Gnar mich noch einmal Freudenfrauen komisch und ansieht, brate ich ihm eins über. hier haben wir die Schmiede mit Gunther. Das werde ich aber erst machen, wenn ich einen neuen Schmiedeofen habe. Theoretisch könnte man mal... Wenn ihr an eurer Kampfeskunst arbeiten wollt, Herr, ist dies genau der richtige Ort. Viele der Gegner, die ihr vernichtet habt, werden im Turm nachgebildet, sodass ihr sie immer wieder töten könnt. Zum Vergnügen. Das mache ich doch liebend gerne, und zwar mit... hallo? Ein paar braunen Schergen werde ich jetzt mal gucken, was man denn alles so bekämpfen kann. Blendkäfer, Waldtroll, Kampfkäfer. Ich würde sagen, wir töten mal... den Blendkäfer. Nein, den Kampfkäfer. Und gucken mal, wie das da wird. Habe ich schon. So, jetzt haben wir hier 50 Schergen mit einem Knüppel. Hier im Paris ist es düster, dunkel und feucht, so wie wir es mögen. So, und jetzt applaudiert für den Overlord. Ist das mein Stichwort? Okay, also haben wir jetzt ziemlich viele von diesen Käfern vor uns. Und ich wette, wir werden das nicht schaffen. Aber es ist immer gut, um ein bisschen Schergenenergie zu kriegen. So, also hier haben wir schon ersten Toten und die ersten paar Toten. Es verrecken irgendwie immer mehr und ich bin auch gleich tot und das war's, denke ich mal. So, zurück zum Turm. Ich hätte vielleicht mal noch ein bisschen von der Lebenskraft einsammeln sollen, bevor ich den Löffel abgegeben habe, aber okay, es war ein Versuch wert. Und ja. Wie es weiter mit den
Feuchten geht, ja. Und den ganzen Rest werden wir dann weiter rausfinden. Oh, hier oben hängen meine Zauber. Das ist ja schön. Hängen die Zauber, die ich gekriegt habe. Und hier sind die Steine, die ich schon gesammelt habe. Mana, Lebenssteine, Horden, Größensteine. Ja, und hier ist halt mein epischer Thron und meine Wächterstatuen, die ich gerade gekauft habe. Ciao! Anführer der